Moin Moin zusammen, hier ist der Trill und es ist endlich soweit, es ist kein Troll. Die neue Operation Shattered ist endlich da. Nach mehr als 2 Jahren ohne Operation haben wir endlich eine neue bekommen. Ihr seht jetzt in diesem Video unsere Live-Reaction zu der neuen Operation. Das Update ist nämlich mitten in der Nacht gekommen, als wir noch gestreamt haben. Deswegen nicht wundern, wir sind natürlich jetzt am Anfang super aufgeregt und nervös gewesen. Sorry, wenn wir da so ein bisschen durcheinander reden und sowas. Aber jetzt viel Spaß mit der kleinen Operation-Vorstellung und dem Moment, wie wir die ganzen Sachen zum ersten Mal entdeckt haben. Lade 1,5 GB. Wir gucken, wir scrollen von oben runter, okay? Ja. Los. Operation Shattered Web, by the Operation Pass. Was kostet der Schinken? Mir egal. 300 Euro oder so, ist egal, ich zahle. Ist egal, ich zahle alles. Ich habe zuerst noch nicht geladen. Egal, preislos. Oh ja, ich bin safe, ich starte rein. So sieht der aus, okay. Operation Rewards. Alter Maximus, Junge. For the first time in CSGO, unlock all new T and C decided characters equipable on any map. Du kannst Characters geil. Hey Leute, all new City Operators and T-Agents are available as Mission Progress Rewards. Und die kannst du auf jeder Map dann ready machen. Ey, guck dir mal Seal Team Six Soldier an. Der sieht übel krank aus als Zette. Ey, und die kannst du... Guck dir mal die Zette. Ey, die kannst du auf jeder... Du kannst Characters auf Maps equipen. What the fuck? Alter, aber wie machen die das mit der Visibility? Ja, ich geh rein. Ja. Okay, Complete Missions and earn stars to unlock them and equip for deployment. Or equip the default local agent operator to use on the pre. Okay, also es gibt Missions in der Operation. Du kannst diese Models freischalten, die du auf jeder Map benutzen kannst. Das ist krank. 13,25 Euro kostet die Operation. Okay, das ist ein stolzer Preis. Mich juckt es aber nicht die Bohne. Dafür kriegen wir auch echt viel diesmal. Nach 2 Jahren. Ja, alle Skins sind geil. Diese Skins sind aber auch unterschiedlich. Aber ich frage mich, ob die dann. Ne? Ob die auch irgendwann eine Kiste machen mit CS-Models. Alter, oder kriegt man die nur in der Operation? Wenn ihr reinlädt. Ja, es ist ultra krank. Schon. Get the pass, Junge, Abfahrt. Okay, ich geh runter. Hau auch direkt rein. Ich hab's noch nicht. End of Match Accolades. Also, es sind so. Wie Reactions in Fortnite oder so, oder? Keine Ahnung, wovon du redest. Ich kaufe eher den Pass. Oder da steht man am Ende, dann, wo das Scoreboard ist, stehen die, ach so, das stehen ist die im Hintergrund. Nein, das ist wie bei Overwatch. Overwatch zum Beispiel. Dass sie am Ende dann so stehen. Item, ja, die Challenge. Okay, Kevin, fuck mich ab. Also am Ende des Matches gibt's dann. Ey, das ist halt echt wie Fortnite. Okay, das finde ich ein bisschen zu viel. Mich juckt es aber nicht. Ich bin so hyped, es ist endlich mal was Geiles. Also am Ende des Matches kommt dann wohl so ein Plateau oder was, wo dann die Leute da stehen und hier irgendwelche Moves machen hier. Wer die meisten Chickens getötet hat, wer die meisten Dings gemacht hat, wer die höchste ADR hatte, ist aber, finde ich eigentlich cool, das Rumgetanze hätte nicht sein müssen. Das hätte ich nicht gebraucht, aber overall so eine Overview am Ende des Games zu haben, wer die meisten Assists hat und most MVPs und so, finde ich eigentlich cool. Das Rumgetanze ist es nicht so. Übrigens, die Leute, die es gerade auf YouTube gucken, gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Das ist doch endlich nach 2 Jahren. Ich habe vorhin noch gefragt, als der Tweet kam von den CSGO-Devs. Wie lange ist die letzte Operation her? 13.11.2017. Nach 2 Jahren. So, New Weapon Collections. Earn Rewards from the All New North, St. Mark Canals and Shattered Web Weapon Collections. Also wir haben eine neue Case, die Shattered Web Case. Die anderen Sachen sind neue Collections einfach. So, wir gehen mal die Skins durch. Von Blau zum Knife. Okay. Wir haben die Nova Plume. MP5 Acid Wash, G3 SG1 Black Sand, R8 Revolver Memento, Dual Brettas Balance, übrigens Memento, geiler Film, wer es noch nicht gesehen hat. Dann haben wir eine SCAR 20 Thorn, eine M249 Warbird, oh, und da kommen wir schon zum Messer, nee, wir müssen nach links scrollen, das muss man immer nach rechts scrollen, wir gehen mal nach links. Da kann man rein, Divok, danke für deinen Sub. P2000 Obsidian fühle ich, für eine Lilane, ist geil. Auch Arctic Wolf. Auf welchem Skin gibt es die Arctic Wolf nochmal? Auf irgendeiner Waffe gab es Arctic Wolf schon mal. Ich weiß gerade nicht, was eine Shotgun? Ich weiß gar nicht mehr. Eine AK Red Rod. Auch nicht schlecht für eine lilane. BP Bison Embargo. MP7 Neon Ply. Tech-9 Decimator. Ja, hatten wir schon auf dem M41 Skin, glaube ich. SG Colony. Fühle ich. Die fühle ich. Scout Bloodshot, auch krank. Alter, was ist das für eine Kiste? Die sind ja richtig insane. Mac-10 Stalker, gut, Mac-10. Oh, der Skin ist aber geil, ey. Den Skin auf irgendeiner anderen Waffe wäre richtig sexy, glaube ich. Ich fühle die Mac-10 ja gar nicht, aber das Ding ist sexy. UMP war das, genau, die Arctic Wolf. So, und die andere ist die AWP Containment Breach.
grün mit irgendwelchen Ratten oder so drauf. Fühl ich nicht so. Dragonlore ist es. So, und jetzt aber Messer. 3 oder 4 neue Messer. Skeleton Knife Fate. Ich frag mich, wie das hält, ob der den Finger da in dem Ring drin hat. Fühl ich. Also im Vergleich zu, was gab's noch an Messern? So, Falco Knife oder sowas oder Shadow Daggers. Fühl ich erstmal. Skeleton Knife Fate. Ich glaube, ich hätte jetzt gleich eine Umfrage hier oben im YouTube-Video, welches Knife ihr am coolsten findet oder sonst in den Kommentaren. Skeleton Knife Fate. Nomad Knife Crimson Web. Das wird wahrscheinlich geflippt. Ich glaube, es ist so ein Messer, wo es rausflippt. Finde ich geil. Die Klinge bockt mich an. Die Form generell fühle ich. Dann haben wir das Survival Knife. Irgendwie so eine Mischung aus Gut Knife und Gut Knife und Bowie, oder? So ein bisschen. Welches finde ich cooler? Nomad Knife oder Survival Knife? Ich weiß gerade gar nicht. Ich finde die beide nicht schlecht, aber das ist mehr special. Ich finde das Skeleton Knife ein bisschen cooler. Ich weiß nicht, ob mir das nicht so gefällt, weil das Pattern natürlich nicht so cool ist wie Crimson Web. Aber ist auf jeden Fall kein Drecksknife, finde ich. Finde ich erstmal cool. So, und dann haben wir das Paracord Knife Slaughter. Ist, glaube ich, auch ziemlich geil. Ingame, ich weiß nicht, wenn du die Hand um den Griff hast bei deinem Model, wird es wahrscheinlich ein bisschen aussehen wie ein Bajonett. Aber overall kein Knife, wo ich sage, das ist mega scheiße. Da freue ich mich nicht drüber. Also, wenn du jetzt eine neue Kiste aufmachst und kriegst so ein Navaja-Knife oder so, da bist du tilt, weil du einen Talon hättest bekommen können. Aber bei dem, egal wo Fate oder Slaughter drauf ist, ich würde abgehen. Ich finde alle gut, nichts übertrieben krass, aber ich finde alle schon mal cool. Huntsman, genau. Huntsman. Mischung aus Huntsman und Gut Knife. Nicht Bowie, genau. Eher Huntsman, ja. Also ich finde alle eigentlich cool, alle neuen Messertypen. So, dann haben wir noch eine neue Collection. Das ist die Norse Collection. Wir klicken die jetzt einfach mal durch. Gucken, ob wir einen coolen Skin finden. AOG Flame. Ach du Kacke, was? Hat da Ikea was eingeschickt oder was? Flame Jör Mungandre. Die ist okay. Mac-10 Copperbore. Ich lese jetzt nicht alle vor. Ich klicke die mir jetzt einfach durch. Und guck, ob da was Cooles ist. Gar 20 Breast ist okay. Ich meine, das sind die Collections, die man dann wahrscheinlich als Operation Drop einfach irgendwelche Waffen bekommt. Da haben wir eine AWP Gungir. Also so ähnlich wie die AWP Dragonlore oder die AWP Medusa ist das dann der Redskin, der droppen kann. Boah, da muss ich überlegen. Fühle ich die oder fühle ich die nicht? Der wird wahrscheinlich schweineteuer sein. Aber fühle ich den? So, von 0 bis 10 würde ich sagen, das ist eine 6 oder 7. Also ist nicht so cool wie eine Dragonlore auf jeden Fall nicht. Medusa kommt es auch nicht ran, meiner Meinung nach. So, Mjölnir, da waren sie auch wieder bei Ikea am Start. 90 Astral, Emerald Jör Mungandre. Okay, aber auf jeden Fall keine schlechte Collection, finde ich. Dann haben wir die Saint Mark Collection. Die kriege ich auch mal. Oh, 8. Oh, hei, 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 hei. AK Wild Lotus. Die ist insane. Die ist lecker. Also wer auf knallige, bunte Skins steht. Ich glaube auch für die Mädels ist ja geil mit den Blumen und so. Die fühle ich. Die wird auch unfassbar teuer, glaube ich. Also die finde ich cooler als die AWP. Was meint ihr? Ich finde die cooler als die AWP. Ich bin übrigens gerade am Stream auch. Also falls ihr euch wundert, warum ihr die Sounds hört und ich mit Leuten rede, ich bin gerade am Stream. MP9 Wild Lily ist auch ganz cool, finde ich. AOG Midnight Lily. Glock 18 Synth Leaf, die sieht auch so ein bisschen aus wie die Decimator, finde ich. Scout Sea Calico, auch nicht schlecht. 5-7 Crimson Blossom, ey, die sind alle, also bis jetzt sind einige gute Skins dabei. Schon mal auf jeden Fall besser als die CS20 Case, finde ich. Kennels Collection. Wow! Alter! AWP The Prince! Die ist es, Mann. Die ist ja wohl komplett krank. Die ist noch geiler, Mann. Die werden ja immer besser, die Dinger hier. Panda-Schiff und Architekt. Danke für die Resubs euch beiden noch. Was ist das denn, Alter? Was steht da drauf? Oh, das ist Latein, glaube ich. Pax Tibi, Maße, Efang, Gelista Meus. Ich hatte Latein in der Schule, aber so dafür reicht es dann nicht. Okay, also Kennels Collection finde ich noch mal besser als die AK, glaube ich.
die ist ja wohl auch juicy. So, eine Max 7. Nova Barock Orange. Ich klicke jetzt einfach durch hier. Also besser wird's nicht. Empire Stained Glass, die finde ich auch cool, die Sachen. Dual Berettas Emerald. AK Barock Purple. Alter, die sind alle gut. In jeder Collection hast du irgendwelche Skins, die hier richtig lecker sind. Sonst hat sie immer ein paar Collections, wo auch die roten und pinken Skins richtig Müll waren. Aber die sind alle gut. So, dann geht's noch weiter. Wir sind gerade mal bei der Hälfte hier. Shattered Web Sticker Collection. Collect all new Shattered Web Stickers designed by Community Artist Danny Dem. Danny Dem? Danny Dem hat fertig gemacht. Available only as rewards during the Operation Shattered Web. Okay, kannst ein paar Sticker bekommen. Passend zur Operation. Naja. Bin nicht so der Sticker-Fan, aber ist okay. Wenn es unbockt, ist gut. Und es gibt Shattered Web Graffitis, die man wahrscheinlich auch als Drop bekommen kann. Ja, Graffitis, ne? Also müssen ja, können ja nicht nur kranken Scheiß raushauen, müssen auch ein paar Trash-Sachen drin haben. So, und jetzt aber die Mission. Wir haben endlich wieder Mission. Ich habe keine Ahnung, was. Shattered Web Missions. Jede Woche receiven wir a new Mission Card featuring 6 non-overlapping Missions that can be completed in any order. Complete Missions and earn stars in Casual, Competitive, Danger Zone, Guardian and more to complete each card. Also 6 non-overlapping Missions that can be completed in any order. Okay. Also wenn ich das richtig verstanden habe, kann man nicht mehrere aktivieren. Also wenn du jetzt zum Beispiel Virus Outbreak aktivierst, musst du die durchziehen, bevor du eine andere aktivieren kannst. Richtig? Das ist doch gemeint mit 6 non-overlapping Missions. Aber in welcher Reihenfolge du die startest, ist egal. Also Virus Outbreak. Recover a sample of the Danger Zone Virus from the Phoenix Laboratory. FaceTime, get 10 kills with the Nova and Casual Diffuse Group Sigma. Charge, get 5 kills with any heavy weapon in Danger Zone. Alter, geil. Du wirst endlich mal wieder geforst, die Game Mode zu zocken. Das war das, was ich am meisten vermisst habe an den Operations. Ich fand die Mission am geilsten, wo du irgendwie 400 Burn Damage auf Casual Servern machen musstest oder sowas. Den Scheiß habe ich vermisst. Einfach mal Game Mode spielen, die du sonst nie zockst, aber es macht halt geil, weil du endlich mal ein Ziel hast, das zu machen. Guardian Strike Missions. Pair up with a friend and defend the world from the T's in challenging new cooperative campaigns. Play through the missions at your own pace and earn Guardian XP toward Operation Stars and Operation Weapon Drops. So, dann haben wir eine upgradable Shattered Web Coin, also wie früher die Operation Coin. Kann man diesmal bis Diamant hoch pushen, sonst ging bei den Operations immer nur bis Gold. Oh, ich bin gerade so froh, ey. Und Koop-Kampagnen. Das ist auch nochmal richtig geil. Neue Maps! Jo, die geben alles, Mann. Make the most in low gravity playing Flying Scoutsman ist auch wieder Missions on a new Lunar Map. Lunar Outpost in Lunacy. And Battle for the Last Place in all new community created Danger Zone Map Jungle. Eine Community Danger Zone Map Jungle. Is also available for regular matchmaking games. Auch noch, Alter. Leider keine Schneemap. Das ist ja das, was Felix und ich mir gewünscht haben. Aber scheißegal, wir haben eine neue Danger Zone Map. Danger Zone feiere ich nach wie vor richtig. Jungle. Screenshot sieht richtig gut aus. Und ich gehe mal stark davon aus, dass sie lecker ist. Guck mal hier, wie viele Punkte hier kommen. Wie viele Punkte kommen denn da? So, dann ist die nächste Map Studio. Die sieht sehr futuristisch aus. Also erinnert mich an keine Map, die wir bisher jemals im Game gehabt haben. Ah genau, Operation Hydra ging bis Diamant. Stimmt, habt ihr recht, ja, hab ich vergessen. Junge, Kevin, nerv nicht rum, Mann. Ich nehme hier gerade für YouTube nebenbei auf. Ich will mir das nur wohl angucken hier. Studio. Sieht aber auch erstmal cool aus. Weiß nicht, wie sich die spielen lässt, aber sieht auf jeden Fall erstmal neu und erfrischend aus. Community, warte mal, ist das überhaupt der Map-Name? Ja. Das ist dieselbe Map oder verwerfe ich gerade was? Community Studio Map, Community Studio Map und hier steht Jungle. Die Map ist die gleiche wie die? Wo passt das denn zusammen? Das sieht so ein bisschen mittelalterlich aus. Ah, okay, ich verstehe. Studio, na klar. Das ist ein Filmset. Habe ich jetzt gerade, wo die Kamera hier steht. Das ist ein Filmset. Sieht cool aus. Okay. Ich hoffe, die Skyboxen sind offen. Da auch nochmal, das erinnert mich an Workout. So ein bisschen ist das vielleicht vom selben Mapper. Das erinnert mich sehr an Workout hier. Haben wir noch immer Studio? Okay.
Okay, das nächste Map, Lunacy. Alter Schwede. Sind die alle Community-made? Was ist das denn? Ah, das ist... Ah, okay. Das, ich dachte gerade schon... Okay, hier stand es ja oben. Flying Scoutsman, Lunacy. Ja, sieht geil aus, finde ich. Also, überhaupt nicht CS-typisch. Ich finde das geil, dass hier so eine Kuppel drumrum ist. Dass der Bereich so abgetrennt ist. Ich glaube, das könnte geil sein. Ja, Flying Scoutsman habe ich nicht so mega gefeiert, aber die Map sieht erstmal geil aus. Ja, finde ich geil. Finde ich super geil. Guck mal hier, da siehst du einfach die Erde. Also wir sind irgendwo im Weltall in so einer Kuppel mit Low Gravity, wahrscheinlich auf dem Mond. Mit niedriger Schwerkraft und du machst damit Flying Scoutsman fertig. Fühle ich. Geil. Geile Bude. Werde ich wahrscheinlich nicht oft spielen, aber sieht cool aus. Und ich bin froh über alles, was neu kommt. Okay. Jungle. Da haben wir wieder Jungle. Ein paar andere Screenshots noch. Die erinnert mich irgendwie an die neue von PUBG. Oder nicht die neue. Die kleinere PUBG-Map, die das erste Mal kam. Ich weiß gerade nicht, wie sie heißt. Erangel Miramar. Weiß nicht mehr. Die dritte Map, die kam, die so ein bisschen kleiner war. Sieht so ein bisschen aus wie die mit den Bäumen und dem Fluss und so. Sieht aber optisch sehr, sehr gut aus, finde ich. Auch neue Baumodels, die ich vorher noch nie gesehen habe. Ja, sieht gut aus. Also nichts, wo ich jetzt hier sitze und sage, sieht scheiße aus. Ich finde bisher alles mega geil. So. Das war's. Da gibt's noch ein paar FAQ. How do I earn rewards? So, du hast natürlich einen Battle Pass. Also der kostet 13,50 Euro diesmal. Das ist deutlich teurer geworden. Operation Rewards are earned when you receive enough Stars. Also wie früher. Du hast nachher in-game so einen Battle Pass, wo du die Mission siehst und du kannst deine Coin upgraden und kriegst pro abgeschlossene Mission wahrscheinlich einen Drop. Wobei, hier wirst du es sogar sehen bei den Missions, was du bekommst. Wenn das schon vorherbestimmt ist. Also sammel Sterne und beim fünften Stern kriegst du wohl die Kiste. Dann siehst du hier die Graffitis, dann kriegst du Sticker, dann kriegst du da nochmal eine Kiste. Ja, boah ey, ich bin gerade so happy. Ich kann es gerade nicht fassen, dass es real ist. Ich kann es gerade echt nicht fassen. Gut, ich denke, ihr werdet in nächster Zeit auf YouTube auch sehr, sehr viel Content zu der neuen Operation sehen. Das war erstmal erste Reaction und anschauen, was es gibt. Ich würde euch raten, die nächsten Tage auch bei Twitch mal reinzuschauen. Wir werden natürlich die Operations fett durchgrinden. Ich werde jetzt direkt mal ein Match starten mit den anderen Jungs zusammen. Vielleicht kommt das auch noch auf YouTube, aber das erstmal zur Operation. Wenn ihr euch die kaufen wollt, 13,50 Euro, natürlich deutlich teurer geworden. Aber ich sage ganz ehrlich, ich habe da persönlich seit 2 Jahren wirklich drauf gewartet wie ein Irrer. Und auf den ersten Blick, was die hier alles reinhauen und neu gebracht haben, auf jeden Fall eine der Top 3 Operations. Lasst mir gerne eure Meinung dazu in den Kommentaren da. Ich krieg kaum Luft, Alter. Ich mache mich jetzt in die ersten Games rein. Hoffe, das kleine Update-Video hat euch gefallen. Und ich hoffe, ihr seid mindestens genauso hype wie ich. Also, bis zum nächsten Video auf YouTube oder auf Twitch. Later. My mind is fixed on what it wants. I just let you beat me. Look at me deceiving. Let you get the best of me. In bed with my worst enemy.